Wir sind ein Team, bestehend aus jungen Akademikerinnen unterschiedlichster Disziplinen, Aktivistinnen und Künstlerinnen und verfolgen somit einen transdisziplinären Ansatz. Aber vor allem sind wir eines, und zwar Freunde und Freundinnen. Wir kombinieren sozial- und naturwissenschaftliche sowie sozial- und künstlerische Arbeit, um unterschiedliche Disziplinen und Perspektiven miteinander zu vereinen und schließlich in die Forschung zu integrieren. So, jetzt haben wir mal geklärt, wer wir sind. Aber was machen wir? Wie der Name Climate Walk schon preisgibt, gehen wir. So einfach, wie das ist. Naja, es klingt einfacher, als es ist, weil wir gehen nämlich 12.000 Kilometer quer durch Europa. Und weil das nicht schon genug ist, schauen wir uns dabei auch noch Klimawandel an. Aber nicht nur das, was ihr jetzt denkt. Wir machen nämlich ein Walk and Talk through Europe's Climates. Ja, Climates. Plural. Was heißt das? Wir unterscheiden nämlich zwischen biophysikalischen auf der einen Seite und soziokulturellen bzw. politischen Klimatas auf der anderen. Diese verschiedenen Klimatas wollen wir durchwandern, um zu sehen, wie sich der globale Klimawandel auf den ganz spezifischen lokalen Kontext auswirkt. Meistens verbinden eben Menschen Klimawandel mit dem Schmelzen der Pole, der Gletscher oder auch der Eisschule, auf dem der einsame Eisbär sitzt. Wie wichtig diese Bilder auch sind, es darf nicht übersehen werden, welche Auswirkungen der Klimawandel auf uns alle hat, nämlich auf unseren Lebensraum, der Raum, in dem wir leben, also jede und jede einzelne von uns und auch die Dörfer, woher wir kommen. Wir haben nämlich durch unsere eigene Forschung gemerkt, dass es eine Lücke gibt zwischen dem lokalen und dem globalen Verständnis vom Klimawandel, beziehungsweise wie diese miteinander in Beziehung stehen. Und daher schauen wir auf diese verschiedenen Klimatas in 15 europäischen Ländern, um genau diese Menschen und Orte zu beachten, die ansonsten so leicht übersehen werden. Diese Unheard Voices und Unseen Places, wie wir sie nennen, und wie sich Klimawandel auf sie auswirkt, möchten wir eben in den Vordergrund stellen. Wir wollen die lokalen Wahrnehmungen, Erfahrungen und Probleme der Menschen in Bezug auf den Klimawandel und den Umgang mit den damit verbundenen Veränderungen untersuchen und verstehen. Diese Informationen wollen wir zusammenbringen und verknüpfen, um ein besseres Verständnis dieses komplexen Phänomens zu schaffen und schließlich auch Leute zusammenzubringen, um nicht nur Bewusstsein, sondern auch Solidarität und Kooperation zu schaffen. Diese wollen wir, indem wir einen Raum schaffen, in dem sich unterschiedliche lokale und globale Stakeholder austauschen können, in der Hoffnung, dass Menschen dazu inspiriert werden, auf nachhaltige Lösungsansätze zu kommen, um mit ihren ganz spezifischen Erfahrungen des Klimawandels umzugehen. Und für all das laden wir alle von euch ein, mit uns ein Stück mitzugehen, um sich nicht nur gemeinsam physisch zu bewegen, sondern auch mental in eine nachhaltigere Zukunft. Deshalb wird es auf unserer Website auch eine Karte geben, auf der zu jeder Zeit der aktuelle Standort der Wandergruppe abrufbar ist. So könnt ihr immer jederzeit einsteigen und mitwandern, ganz gleich, ob es für eine Stunde, einen Tag oder einen ganzen Monat ist. Unser Traum wäre es nämlich, dass wir nie alleine unterwegs sind, sondern immer Menschen wie ihr mit uns mitwandern. So, die nächste Frage, die natürlich aufkommt, ist, wie machen wir das alles? Lass mich das ein bisschen erläutern. Der Climate Walk ist nicht nur ein Forschungsprojekt, sondern auch ein Bildungs- und sogar ein Medien- und Kunstprojekt. Und wahrscheinlich auch noch das größte Abenteuer unseres Lebens, aber das nur so nebenbei. Neben dem Datenerheben während des Gehens möchten wir Workshops entlang der Route gestalten und mittels Kunst und Medien die Outcomes mit einem globalen Publikum teilen, was später aber noch Martin und Anna näher erklären werden. Wie wir bereits gesagt haben, sind wir alle Forscherinnen, aber auch Aktivistinnen, da uns alle Klimawandel betrifft. Wir betrachten nicht Klimawandel oder auch im Allgemeinen unser soziokulturelles System von einer externen Position, als würde sie uns nicht betreffen.
Wir sind Teil davon und wir spüren die Konsequenzen. Ihr alle wisst, wir sind an einem Punkt, wo wir handeln müssen. Und vielleicht ist das ein Generationsunterschied. Aber wir als Jungakademikerinnen, die mit den Konsequenzen leben müssen, weigern uns, zu einer einsamen Insel zu fliegen, um Klimawandel dort zu beobachten und dann jede Woche auf einer anderen, nicht virtuellen Konferenz darüber zu predigen und dadurch das Ganze auch noch zu verstärken. Wissenschaft bringt eine gewisse Verantwortung und diese ist unserer Meinung nach mit Aktivismus verbunden. Wir lernen von Ihnen und Sie lernen von uns. Und es wird immer wichtiger, dass diese Zusammenarbeit noch stärker und noch enger passiert. Im Genauen haben wir jetzt 5 Punkte, die wir verfolgen. We walk, we talk, we listen, we create und we connect. Vielleicht können wir da auf die nächste Folie gehen. Danke. Der erste Punkt ist logischerweise We Walk. Wir gehen vom Nordkap in Norwegen nach Cabo da Roca in Portugal. 15 Länder in sehr angestrebten 15 Monaten. Der Weg ist so gewählt, um möglichst viele verschiedene Landschaften zu durchqueren und viele Plätze und Lebenswelten zu sehen. Außerdem gehen wir zu Plätzen, wo Klimawandel bereits sichtbar oder ein Thema ist, sowie auch zu konfliktreichen Landschaften, zum Beispiel zum Hambacher Forst oder auch zu politischen Institutionen wie nach Brüssel zur EU. Klarerweise können wir nicht alle Länder durchqueren, auch wenn wir es gerne würden. Aber ich denke, 15 Länder sieht auch schon gar nicht so schlecht für einen Start. Während 2 Personen vom Team dann immer vor Ort beim Walk dabei sind, sind die anderen 6 in Wien und organisieren das rundherum. Ich muss auch sagen, wir haben etwas Glück im Unglück, denn dadurch, dass der Großteil im Freien ist, ist das Ganze auch nicht so stark von Corona gefährdet. Der nächste Punkt, We Listen, also das Forschungsprojekt, wird nun mein Kollege Martin etwas näher erklären und dafür auch erstmal auf einige Entwicklungen bezüglich Klimawandel in Europa eingehen. Ja, hallo auch von meiner Seite. Danke, Alexis. Zum Background, also wo, wir sind jetzt quasi auf der Säule Forschungsprojekt We Listen. Was ist der Background, in welchem Kontext bewegen wir uns? Ich brauche wahrscheinlich hier in dem Rahmen wenig zur Klimakrise an sich sagen. Es ist den meisten von euch oder fast allen oder allen von euch bewusst, in welchen Zeiten wir leben und mit welchen sozusagen multiplen sozial-ökologischen Krisenphänomenen wir es zu tun haben. Was für uns wichtig ist vom Verständnis her, Klimawandel ist nicht etwas, was nur auf einer biophysischen Ebene passiert, was quasi im Bereich der Klimatologie oder Ökologie verortet ist, sondern Klimawandel, die Klimakrise ist auch eine zutiefst gesellschaftliche Krise, unter anderem auch dadurch, dass sie sich sehr unterschiedlich äußert, dass sie unterschiedliche Gruppen im unterschiedlichen Ausmaß betrifft und vor allem auch von unterschiedlichen Gruppen verursacht wurde, von ganz spezifischen Gruppen eigentlich verursacht wurde und andere Leute quasi dafür dann die Rechnung kassieren. Wenn ihr euch rechts oben diese Grafik anschaut, dann ist es sehr spannend zu sehen, es gibt diese Climate Action Tracker Homepage, die sehr empfehlenswert ist, die sich anschaut, okay, in welchen Ländern, wo werden bisher wie Maßnahmen umgesetzt, wie ist der Status quo, auf welchem Weg sind diese Länder, wenn es jetzt beispielsweise um die Erreichung des 1,5-Grad-Ziels geht. Und da ist es spannend, dass so Länder wie Marokko, Gambia, Bhutan, Äthiopien, als Äthiopien ganz weit vorne sind, was diese Dinge betrifft und diejenigen, die Klimawandel eigentlich verursacht haben und nach wie vor im größten Stil verursachen, extrem schlecht dastehen. Also dieser Gerechtigkeitsaspekt, der ist das Erste, was wir betonen wollen. Und der ist auch der Grund dafür, warum wir quasi durch diese hauptsächlich zentral- und westeuropäischen Länder gehen, weil wir uns anschauen wollen, okay, wer sind hier die Player, die quasi Emissionen im großen Stil verursachen? Welche Verantwortung haben diese und welche Verantwortung haben dann diese als diese Großemittenten auch Handlungen umzusetzen? Was jetzt natürlich zurzeit gerade eine krasse Sache ist, dass natürlich die Corona-Krise sehr stark die Klimakrise überlagert, dass Klimakrise zurzeit abseits von gewissen Kreisen wieder sehr wenig Thema ist, dass es nicht unbedingt auf der Agenda steht zurzeit.
Was wir auch sehen, ist, dass nach wie vor ein sehr stark technokratisch-ökomodernistischer Zugang überwiegt. Das heißt, es wird davon ausgegangen, dass wir mit den richtigen technologischen Innovationen, mit marktbasierten Mechanismen, mit den richtigen Anreizen es schaffen werden, dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, beziehungsweise nicht nur dieses Ziel zu erreichen, sondern auch diese multiple sozial-ökologische Krise abzuwenden. Das heißt, es wird ein bisschen an diesem Status quo in sehr vielen Bereichen sehr stark festgehalten und gesagt, wir können das alles schaffen, ohne wirklich unsere Lebensweise hinterfragen zu müssen. Uli Brand und Markus Wissen haben da ein sehr spannendes Konzept geprägt, dieses Konzept der imperialen Lebensweise, das heißt eine Lebensweise des globalen Nordens, die auf Kosten des globalen Südens verallgemeinert wird. Und die steht unserer Meinung nach nach wie vor nicht umfassend zur Diskussion und wird auch wenig im öffentlichen Diskurs kritisch diskutiert. Wenn wir uns jetzt die einzelnen Länder anschauen, durch die wir gehen werden, dann ist hier auch sehr auffallend, dass es halt einige wenige Länder sind, die jetzt im gesamteuropäischen Kontext für den Großteil an Emissionen verantwortlich sind. Das hat zum einen natürlich auch mit einer gewissen Einwohnerinnenzahl zu tun, zum anderen natürlich aber auch mit einer gewissen Lebensweise, die dort vorherrscht. Deutschland, Italien, Polen, Frankreich haben insgesamt 50% der CO2-Emissionen im Jahr 2019 innerhalb der EU gehabt, was extrem viel ist. Und genau durch diese Länder werden wir unterwegs sein und diese Länder werden wir auch durchaus kritisch unter die Lupe nehmen. Anna, bitte die nächste Folie. Wie machen wir das jetzt auf Ebene des Forschungsprojekts, also auf diesem Überthema We Listen sozusagen? Unsere zentrale Forschungsfrage ist, wie erleben Menschen in Europa den Klimawandel und sich wandelnde Klimata? Das ist quasi unsere Überfrage, die ist sehr deskriptiv ausgerichtet. Wir haben natürlich sehr viele verschiedene Subfragen und Unterfragen, die zur Beantwortung dieser großen Frage beitragen. Die Alexandra hat es schon angesprochen. Uns geht es ganz stark um diese Wechselwirkung von Klimawandel als diesem teils sehr abstrakt wahrgenommenen globalen biophysischen Phänomen und auf der anderen Seite sich wandelnde Klimata. Damit meinen wir zum einen die sehr unterschiedlichen lokalen Auswirkungen dieses globalen biophysischen Phänomens Klimawandel, aber eben auch soziale, kulturelle, politische und ökonomische Bedingungen, die vor Ort ganz stark dazu beitragen, ob Klimawandel als ein Problem erkannt wird und dementsprechend auch angegangen und bekämpft wird. Das heißt, diese Wechselwirkung wollen wir uns anschauen, auch weg von diesen klassischen Orten, die natürlich naheliegend sind, weil dort Klimawandel jetzt sehr stark jetzt schon virulent ist, aber eher weg von diesen Orten hin zu Orten innerhalb Europas, die vielleicht, wenn man an Klimawandel denkt, nicht unbedingt sofort einen einfallen würden. Was schauen wir uns an? Wir schauen uns diese Erlebnisse von Menschen mit Klimawandel und sich wandelnden Klimata an. Und was bedeuten jetzt Erlebnisse für uns? Also Erlebnisse sind eben nicht nur Wahrnehmungen und Erzählungen, also nicht nur so sprachlich, symbolisch diskursive Dinge, sondern eben auch Praktiken, wie Menschen handeln, wie Menschen beispielsweise in der Landschaft, in der sie leben, diese Landschaft nutzen, welche Lebensweise sie haben und ähnliche Fragen. Unser Ansatz ist grundsätzlich interdisziplinär ausgerichtet. Dieser Fokus auf Wechselwirkungen kommt ganz stark aus der sozialen Ökologie und auch aus der Sozialanthropologie, sich anzuschauen, okay, wo und wie interagiert das Globale mit dem Lokalen. Unser Forschungsprozess ist zirkulär und problemorientiert ausgerichtet. Das heißt, wir werden immer wieder im Rahmen des Forschungsprozesses vor, während und nach dem Wandern auch unsere Fragestellungen anpassen beziehungsweise unsere theoretischen und methodischen Ansätze nachschärfen. Anna, bitte die nächste Folie. Was ist jetzt unser theoretischer Hintergrund des Ganzen? Es gibt natürlich bereits sehr viele, sehr gute Studien zu Ursachen und Dynamiken des anthropogenen Klimawandels. Im öffentlichen Diskurs ist es ganz stark dominiert von NaturwissenschaftlerInnen, auch von sehr spezifischen Narrativen und auch Abstraktionen. Camilla Moreno hat mit Kolleginnen einen sehr, sehr coolen Folder verfasst, wo es darum geht, dass es eigentlich sehr spannend ist, dass CO2, die CO2-Konzentration und CO2-Emissionen derart stark im Fokus stehen. Natürlich auch aufgrund und vor allem aufgrund dieser Wechselwirkung eben von CO2-Konzentration, CO2-Emissionen und Temperaturveränderungen. Aber eben durch diese einseitige Konzentration nur auf CO2-Emissionen geht auch sehr viel verloren, was sonst quasi noch mit Klimawandel zusammenhängt und was sonst auch noch Menschen betrifft. Und vor allem ist vielleicht dieser Diskurs
der nur auf CO2-Emissionen schaut, auch für viele Menschen in einer Art zu abstrakt, zu wenig greifbar und vielleicht zu wenig nachvollziehbar ist, dass es ihr Handeln beeinflussen würde. Was wir auch zurzeit ein bisschen sehen, und da gibt es sehr viele Bestrebungen in diese Richtung, ist, dass relational im Vergleich zu diesen naturwissenschaftlichen Ansätzen sehr wenig Wissen da ist zu den sozialen, kulturellen und politischen Implikationen und Auswirkungen von Klimawandel, vor allem abseits dieser besser erforschten Schauplätze und auch abseits von spezifischen Personengruppen, die unter Klimawandel leiden werden oder bereits leiden. Da ist wieder unser Fokus auf, vor allem auf diese Unseen Places und Unheard Voices. Und was das jetzt theoretisch für uns bedeutet, diese breite Perspektive, die wir da aufmachen, dass für uns relativ klar ist, dass keine Theorie oder keine einzelnen theoretischen Ansätze dieses Zusammenspiel von Klimawandel und sich wandelnden Klimata erklären kann, dass wir dafür mehr oder weniger ein neues, bisschen flexibleres theoretisches Framework brauchen, das auch interdisziplinär ausgerichtet ist und das auch unserer breiten Fragestellung gerecht wird. Anna, bitte die nächste Folie. Die Idee, die wir bisher hatten, jetzt bezüglich der theoretischen Rahmung, wäre, dass wir mit sogenannten heuristischen Achsen arbeiten. Das ist ein bisschen angelehnt an Maria Hoder und Paul Lazarsfeld, die Mariendal-Studie, was jetzt diese Achsen betrifft. Heuristisch im Sinne davon, dass wir uns dieses Zusammenspiel von Klimawandel und sich wandelnden Klimata von verschiedenen Perspektiven aus ansehen. Und jede dieser Perspektiven, die ihr hier eingezeichnet seht als Achsen quasi, enthält wiederum verschiedene Ansätze und theoretische Konzepte, die uns das Zusammenspiel verstehen lassen. Im Zentrum des Ganzen, in diesem Überschneidungsbereich von Klimawandel als biophysischem Phänomen und sich wandelnder Klimata als den lokalen soziokulturellen Auswirkungen von Klimawandel, stehen eben diese Erlebnisse. Das ist unser zentraler Fokus. Wenn man sie jetzt, Anna, bitte die nächste Folie. Wenn man sich jetzt zwei Achsen rausgreifen würde, also zum einen, das machen wir ganz zentral in unserem Projekt, ist, dass wir uns Klimawandel und sich wandelnde Klimata in diesem Zusammenspiel von global und lokal anschauen. Und da gibt es verschiedene Konzepte aus verschiedenen Disziplinen, die für uns spannend sind. Placemaking zum Beispiel als ein Konzept, eine Dwelling-Perspektive, die auf Ingold zurückgeht. Das heißt, wir verwenden hier verschiedene Ansätze, um zu verstehen, okay, wie schaut die Verbindung aus zwischen einem vielleicht globalen Diskurs über Klimawandel und dem, was auf der lokalen Ebene wirklich passiert in Bezug auf Klimawandel, wie sich Klimawandel auf der lokalen Ebene auswirkt und wo vielleicht sogar unter Umständen auf der lokalen Ebene schon sehr viel mehr gemacht wird als auf einer beispielsweise nationalen Ebene, dieser Erfahrungsaustausch aber nicht durchkommt quasi, wird diese Lösungen, die viele Menschen bereits haben, in ihrem unmittelbaren Alltag gar nicht sehen. Das heißt, dieses Zusammenspiel wollen wir uns anschauen. Eine andere Achse wäre, dass wir uns, und diese Achsen sind quasi auch als Denkhilfen gedacht, also wir denken jetzt nicht in Dichotomien in dem Sinn, sondern wir verwenden das nur als Hilfsinstrumentarium, diese Zusammenhänge uns anzuschauen zwischen unter Anführungszeichen natürlichen biophysischen Prozessen und sozialen und kulturellen Prozessen, wie sich das gegenseitig sozusagen bedingt und co-konstituiert. Da gibt es in der sozialen Ökologie auch sehr viele spannende Ansätze, die wir in Teilen verwenden werden. Anna, bitte die nächste Folie. Wie setzen wir das Ganze jetzt methodologisch um? Also welche Methoden kombinieren wir und wie arbeiten wir entlang dieses Forschungsprozesses? Zunächst haben wir eigentlich drei Phasen. Die erste Phase ist, wo wir uns jetzt befinden, die Phase des vor dem eigentlichen Gehens, wo wir uns mittels einer kritischen Diskurs- und Policy- bzw. Politikfeldanalyse ein bisschen anschauen wollen, okay, wie ist der Status quo, wie wird in den verschiedenen Ländern über Klimawandel gesprochen, was wird umweltpolitisch dort gemacht, was wird bereits umgesetzt, was funktioniert nicht so gut. Und dazu gehört dann auch eine dementsprechende Literatur- und Länderrecherche in dem Fall, also uns anzuschauen, okay, ökonomische, ökologische, sozioökonomische Faktoren und Kennzahlen in den jeweiligen Ländern, dass wir ein bisschen eine Ahnung haben, okay, wo gehen wir eigentlich durch welche Regionen, was ist dort auch Thema für die Menschen selbst, dass wir dann dementsprechend, wenn wir vor Ort sind, auch richtige bzw. angepasste Fragen stellen können. Während des Gehen selbst, unser Fieldwork wird quasi durch das Gehen selbst zur Footwork. Da werden wir verschiedene Methoden miteinander in Verbindung setzen, da werde ich nachher noch näher drauf eingehen. Und nach dem eigentlichen Gehen wird es dann auch noch natürlich eine Phase geben, wo wir die ganzen Daten sammeln, dementsprechend aufbereiten und auch auswerten. Anna, bitte die nächste Folie.
Zu dem habe ich jetzt eigentlich eh schon einiges gesagt. Also unser Ausgangspunkt ist eben zu schauen, wie ist die Situation in den jeweiligen Ländern, Regionen. Ist Klimawandel ein Thema? Ist es kein Thema? Warum ist es kein Thema? Und dann im Rahmen von so einer Diskursanalyse sich auch anzuschauen, okay, wer spricht denn wie über Klimawandel? Welche Akteurinnen können quasi welche Version von Klimawandel auch durchsetzen? Das hat natürlich sehr viel mit Macht- und Herrschaftsverhältnissen zu tun. Wer wie über etwas sprechen kann und das dann auch als Wahrheit durchsetzen kann gegenüber anderen. Das werden wir uns im Vorhinein schon anschauen und wird auch natürlich uns während des Gehens begleiten. Diskurs selbst, da ist ein sprachlicher Sinnzusammenhang, der immer in Zusammenhang mit eben mit Machtverhältnissen steht, diese auch produziert und reproduziert. Das wollen wir uns da eben ganz konkret anschauen, sofern das halt möglich ist, über die bestehenden Dokumente, die uns zur Verfügung stehen, über Zeitungsartikel, Videos, die wir schauen, Berichte aus den einzelnen Ländern, Kontaktaufnahme mit lokalen Stakeholdern. Das heißt, das ist einmal, was im Zentrum vor dem eigentlichen Gehen steht. Anna, bitte die nächste Folie. Da würden wir dann auch gerne noch so eine materialistische Politikfeldanalyse machen, uns halt kritisch verschiedene Politikfelder im Dunstkreis von Umwelt- und Klimapolitik anschauen, uns auch da durchaus Gesetzestexte, institutionelle Kontexte anschauen, welche Akteurinnen sind da wieder involviert. Das greift sozusagen sehr in das hinein, was im Rahmen der Diskursanalyse auch gemacht wird. Und was wir dann machen, und da haben wir eben da rechts unten, könnt ihr sehen, so einen ganz professorischen Raster, wo wir für die einzelnen Länder, Regionen verschiedene Dinge im Vorhinein recherchieren möchten. Auch schon angesprochen, wie ist sozusagen Klimapolitik dort angekommen, wie eben nicht, welche Akteurinnen sind involviert, wo gibt es vielleicht Konflikte, wo gibt es Dinge, die für uns dann spannend wären, wenn es ums Gehen geht, dass wir uns anschauen und Orte, die spannend wären, dass wir sie besuchen. Die nächste Folie bitte. Und dann sind wir eigentlich schon mittendrin im Gehen. Wir beginnen im Juni 2021 am Nordkap in dem Fall, im nördlichen Norwegen. Während des Gehens werden wir verschiedene Methoden miteinander kombinieren. Zum einen ist das so ein ganz großer Überbegriff für uns, Sensing Ethnography. Das heißt nicht nur über eher klassisches, in dem Fall sozialwissenschaftliche Methoden wie Interviews oder Fragebögen oder teilnehmende Beobachtung, uns anzuschauen, wie Menschen den Klimawandel erleben, sondern auch aus unserer Perspektive über quasi das sensorische Instrumentarium, also auch über Fühlen, Riechen, Schmecken. Es ist relativ naheliegend, dass wenn wir durch diese verschiedenen Landschaften gehen, sehr unmittelbar an die Lebensrealitäten der Menschen vor Ort gelangen, dass wir sehr offen dort auch auftreten und uns für das interessieren, was die Menschen vor Ort zu sagen haben und was uns die Menschen vor Ort auch zeigen wollen. Wir werden auch visuelle Methoden verwenden, also es lässt sich sehr cool mit Film und mit Fotos auch methodisch arbeiten. Teilnehmende Beobachtung ist es quasi mehr oder weniger durchgehend, durch dieses Gehen und ständig quasi immer wieder im Feld sein. Und dann werden wir auch qualitative, unstrukturierte, also eigentlich informelle Interviews und auch leitfadenbasierte Interviews machen mit möglichst vielen verschiedenen Akteurinnen, dass wir da eine breite Perspektive kriegen. Einen strukturierten Online-Fragebogen, wo wir noch am Überlegen sind, wie wir das umsetzen, vielleicht so vielleicht nehmen wir ein Tablet mit oder ein Handy, dass die Leute Dinge ankreuzen können vor Ort, dass das irgendwie gut funktioniert. Und was dann auch noch spannend ist, Podcasts und Blogs natürlich zum einen in Bezug auf die Abbildung unserer vorläufigen Forschungsergebnisse, aber auch unter anderem gibt es in den letzten Jahren spannende Ansätze, die quasi mit Podcasts, Blogs und Vlogs auch methodisch arbeiten, wie man quasi das in Zusammenarbeit mit lokalen Akteurinnen und mit lokalen Künstlerinnen auch methodisch spannend umsetzen kann. Anna, bitte die nächste Folie. Und dann nach dem Gehen wird die große Phase beginnen des Auswertens, des Zusammentragens, des, was wir gesammelt haben. Also auf Basis der verschiedenen Methoden haben wir halt verschiedene Arten, wie wir quasi diese Daten sammeln, beziehungsweise auch unsere Erkenntnisse dokumentieren, Feldnotizen, Feldtagebücher. Ich glaube, das führt eher ein bisschen zu weit, wenn man jetzt da im Detail darauf eingeht, wie wir das auswerten. Das ist auch alles noch sehr im Flux. Das heißt, das ist noch nicht hundertprozentig vorgegeben, mit welchem Codierverfahren wir da jetzt genau welche Daten wie ausarbeiten werden. Aber nur mal zur Orientierung, wir werden auf jeden Fall systematisch an das Material herangehen und dann auch sehr induktiv auf Basis dessen, was wir quasi mitbekommen im Feld, auch Schlüsse ziehen und erste Ergebnisse dann hoffentlich präsentieren können.
Genau, das war es einmal von meiner Seite und ich gebe jetzt weiter an die Anna. Danke, Martin. Du hast es jetzt schon sehr gut ausführlich erklärt, das Forschungsprojekt, unsere erste Säule. Und ich möchte jetzt gleich auf die nächste Säule, auf die zweite Säule eingehen. Das ist das Bildungsprojekt. Und in diesem Bildungsprojekt sollen die gewonnenen Infos, die Erfahrungen, die Geschichten von den Leuten und auch unsere eigenen mit der lokalen Bevölkerung geteilt und erarbeitet werden. Und das soll mit, also im Rahmen von 50 partizipativen Workshops geschehen, zum Beispiel in Schulen, in Unis oder Gemeindeseelen, um dann halt die lokalen und globalen Themen mit nachhaltigen Lösungsansätzen zu verbinden. Und dabei wollen wir eben lokale Akteurinnen und Stakeholder an einen gemeinsamen Tisch bringen oder in einen gemeinsamen Raum. Und es sollen vor allem auch Workshops mit unterrepräsentierten Gruppen stattfinden. Also sollen auf jeden Fall auch dabei teilhaben, wie Schülerinnen oder Studentinnen, Aktivistinnen, Landwirte, interessierte Gemeindemitglieder oder Dorfbewohnerinnen. Und dabei wollen wir als Kernteam nicht als Lehrende oder Belehrende auftreten oder agieren, sondern wir wollen dabei als Vermittlerinnen oder Mediatorinnen eben zu Diskussionen anregen und zu einer gemeinsamen Arbeit animieren. Das heißt, unser Ziel ist es, die Menschen zusammenzubringen, die sonst nicht zusammenkommen würden, um damit eine langfristige Wirkung zu erzeugen. Und damit, also das wird so sein, dass immer zwei von uns, wie die Alexandra schon erklärt hat, zwei von uns werden immer aktiv beim Walk und Talk dabei sein, also auf der Route selbst. Und der Rest vom Team wird dabei in Wien die Organisation durchführen. Also die Workshops sollen großteils schon davor abgesprochen sein oder geplant, aber es kann sich dann immer wieder spontan, je nach Gegebenheit, dann wieder formieren. Und wir wissen, dass halt die sprachliche Barriere ein großes Thema ist und deswegen versuchen wir eben so viel wie möglich lokale Akteurinnen oder Stakeholder zusammenzubringen, die uns dann dabei helfen, weil gerade solche diese Workshops und Reflexionen wichtig sind und eine sprachliche Barriere da ein großes Hindernis sein könnte. So, also was passiert da jetzt genau? Also wir wollen die Workshops eben dafür nutzen, um einen Raum zu schaffen oder neue Türen zu öffnen. Und die Workshops bilden einen Ort für Bewusstseinsbildung über gegenseitige Beziehungen von globalen und lokalen Herausforderungen, dann einen Wissens- und Erfahrungsaustausch von bereits bestehenden Klimaaktionen und Projekten und dahingehend auch Vermittlung und Vernetzung für neue Kooperationspartnerinnen zum Beispiel. Und es soll einfach so ein Empowerment stattfinden, das heißt, dass sich Stakeholderinnen einfach mit ihren Projektideen vereinen und verwirklichen sollen. Wir wollen einfach die Menschen dazu motivieren, aktiv zu werden und ihre Visionen und Ideen in Bezug auf die Bekämpfung des Klimawandels teilen und sich mit anderen Menschen zu vernetzen und Projekte einfach umzusetzen. Und diese Workshops, wie vorher erwähnt, sollen auch einen Raum für gemeinsame Reflexionen über persönliche Verhaltensweisen oder Aktionen oder Projekte bieten. Und diese Reflexionen würden wir dann zum Beispiel anhand von Fragen wie, was bereits umgesetzt wurde, was bisher gut gelungen ist und was man in Zukunft noch anders machen könnte. Das haben wir geplant, die stattfinden zu lassen. Und das Ziel ist eben, eine gemeinsame Praxis zu finden und herauszufinden, was wir gemeinsam haben und was wir voneinander lernen können. Also dieses Reflective Learning mehr zu stärken. Genau. Dann kurz weiter zu den Methoden für die Workshops. Wir haben uns als Orientierungsrahmen für die Workshops die SDGs herausgesucht, an die wir uns anlehnen wollen, also die Sustainable Development Goals, diese 17 nachhaltigen Ziele, die 2015 von der UNO mit der Agenda 30 verabschiedet worden sind und die soziale, ökologische und ökonomische Aspekte umfassen. Also diese Ziele sollen im Idealfall dann bis 2030 zu einer Transformation unserer Welt beitragen. Und das Wichtige ist ja, dass es im globalen Kontext stattfinden soll, also von allen Ländern bis 2030 umgesetzt. Beispiele dafür wären zum Beispiel das SDG 1, Armut in all seinen Erscheinungsformen überall auf der Welt bis 2030 beenden. SDG 11 wäre Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig zu gestalten. Und das SDG 13, an das wir uns vor allem halten werden, es ist umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen zu ergreifen. Und wir sind uns auch bewusst, dass die SDGs, dass da auch viel
Kritik oft daran gefallen ist, dass sie zum Beispiel noch zu schleppend umgesetzt werden oder das SDG 2 mit kein Hunger, dass das kritisch betrachtet, also dass der Hunger beendet werden soll auf der Welt, dass es kritisch betrachtet werden soll, da noch Überproduktion an Lebensmitteln herrscht, aber andererseits Leute nicht die Möglichkeit haben, an diese Lebensmittel heranzukommen. Genau, aber da wir halt eine Basis für unsere Methoden brauchen, verwenden wir vor allem jetzt mal das SDG 13, den Maßnahmen zum Klimaschutz. Und genau, jetzt wollen wir halt mit Hilfe dessen ein Bewusstsein für die Verbindung dieser globalen Problemlagen zu lokalen Herausforderungen oder Problemlagen schaffen, weil wir festgestellt haben, dass viele Menschen die Verbindung, vor allem in Bezug auf den Klimawandel, dass die oftmals einfach nicht vorhanden ist. Das heißt, diese Workshops, die Teilnehmer werden im Zuge von dessen, die zu lokalen Problemstellungen und persönlichen Handlungsweisen oder Wahrnehmungen befragt. Und wie wir diese Veränderung der unterschiedlichen Klimata, also biophysikalischen und soziokulturellen, wie wir das aufzeigen wollen und die sozialen Konflikte, das will ich kurz mit einem Beispiel näher bringen. Also wir haben, ich glaube, jeder war wahrscheinlich schon mal in Wien oder ist wohnhaft in Wien oder kann sich mit einer anderen Stadt, kann das auf eine andere Stadt beziehen, in der er unterwegs war. Und das, man merkt einfach, dass es jedes Jahr heißer wird. Und vor allem merkt man das auch, dass man, wenn man in der U6 steht, Menschen sind dicht aneinander gedrängt, schwitzen und jammern. Und dabei hat es gerade in Wien dann nicht mit dem altbekannten Wiener Kran zu tun, sondern sie haben wirklich einen Grund zu jammern, wegen der Hitze. Und das sieht man zum Beispiel auch an der Grafik auf der rechten Seite. Das ist eine Klimatabelle, die durchschnittlichen Jahrestemperaturen ab 1775 linienförmig abbildet. Und gerade in den letzten 20 Jahren werden sie deutlich röter. Das heißt eben, dass wir deutlich höhere Temperaturen bekommen haben und dass immer mehr Menschen leiden halt vor allem in den inneren, dicht besiedelten Bezirken unter dieser Hitze. Das heißt, das Problem sind vor allem diese Hitzeinseln, die sich dadurch bilden, die Urban Heat Islands. Die entstehen bei viel bebauter Fläche, durch Asphalt, durch dicht bebaute Wohnhausanlagen und einfach zu wenig Grünflächen oder Bäume. Und die gesetzten Maßnahmen, die haben gerade im heurigen Jahr viele hitzige Diskussionen über die Sinnhaftigkeit von diesen Stadtentwicklungsprojekten, wie die Sprühregenanlage zum Beispiel auf den Straßen oder der Ausbau von Straßen wie der Otterkringer Straße oder Seitengasse der Mariahilfer Straße, ausgelöst, diese Diskussionen, wo einfach mehr Fläche, versucht worden ist, mehr Fläche für die Leute zu schaffen und für Bäume und Grünflächen. Aber dafür haben halt die Parkplätze und Parkflächen darunter leiden müssen. Und das heißt, also diese Maßnahmen stoßen einfach je nach Wahrnehmung der Bewohnerinnen auf viel positive Rückmeldung, aber auch viel Unverständnis. Und wir sehen zum Beispiel auf der zweiten Grafik, auf der Tabelle, das Verhältnis zwischen Autos und Bäumen. Und das ist sehr plakativ dargestellt natürlich. Aber wenn man sieht, Autos gesamt in Wien sind 882.000 fast und darauf 92.400 Bäume. Auch in den anderen Bezirken kann man sich noch die Zahlen ansehen. Dann sieht man halt, dass das Verhältnis sehr ungleichmäßig ist. Und es wird da versucht, den Baumbestand zu erweitern, aber das ist natürlich für viele Autobesitzerinnen, die sind eher nicht so einverstanden damit, würde ich sagen, negative Reaktionen drauf und vor allem in Richtung politischer Ebene. Das heißt, jetzt kommt wieder die individuelle Wahrnehmung ins Spiel. Also wie wir ja vor kurzem erst gehört haben, ist Wien als Waldstadt mit den Försterinnen und Förstern für einige ein Vorzeigebeispiel für einen großen Baumbestand in Städten. Aber jetzt zeigen die Zahlen auf der Grafik die Machtverhältnisse der etwas anders da. Also Autos stehen immer noch an oberster Stelle und die Anzahl der Bäume, die zeigt eher, dass der Wert oder die Wertschätzung bei den Einwohnerinnen oder auf politischer Ebene noch immer nicht wirklich vorhanden ist. Und auch wenn man es jetzt auf globale Ebene übertragt, sieht man das genauso, dass der globale Automarkt und das Thema Kapitalismus viel weiter über dem des Umwelt- und Klimaschutzes einfach steht. Und genau auf sowas wollen wir dann mit Hilfe unserer Methoden eingehen, dass wir Leute in den verschiedenen Ortschaften oder Städten befragen, welche Veränderungen sie spüren, ob sie Veränderungen spüren, wie sie damit umgehen. Und dass wir eben
mit Anlehnung des SDGs und der Wahrnehmung der Leute dann gemeinsam darüber diskutieren können, wie lokale Problemlagen mit globalem Klimawandel zusammenhängen. Und genau, um dann weiterzugehen zu unseren Methoden, werde ich noch kurz aufzählen. Die sind sehr vielfältig und sprechen halt von den konventionellen Methoden wie Präsentation und Diskussion, dann auch bis hin zu interaktiven, kreativen Spielen oder Gehmeditation im Silent Walking und World Cafés, damit sich die Stakeholderinnen und Leute untereinander austauschen können. Entschuldigung. Wir wollen auch die Leute dazu animieren, ihre persönlichen Erfahrungen und Geschichten, also die auszutauschen und aneinander zu lauschen und in Utopien zu denken, damit man halt neue Projektideen entstehen lassen kann. Genau. Und was vielleicht für viele von euch interessant wäre, das ist unser Volunteers-Programm, das wir entwickelt haben. Das ist zum Beispiel für dann die Forscherinnen oder Aktivistinnen, Künstlerinnen, Studentinnen eben oder alle anderen Interessierten haben die Möglichkeit, dass sie uns 2 bis 3 Wochen begleiten. Und dabei soll die Aufgabe von den Volunteers nicht nur sein, uns aktiv beim Wandern zu begleiten oder beim Ausarbeiten und Durchführen von Workshops, sondern einfach auch, um ein bisschen frischen Wind wieder reinzukriegen oder motivierende Kraft zu sein, wenn uns mal die Luft ausgeht. Und es kann da jeder oder jeder sein eigenes Projekt umsetzen, damit damit alle Perspektiven eingefangen werden und das Projekt einfach noch vielfältiger und breiter ist. Und teilnehmen kann man, wenn man ein 3-monatiges Online-Seminar absolviert hat, im Sommersemester 2021. Und das ist nicht nur für Studierende offen, sondern auch für andere Interessenten gedacht. Die genauen Details, die kommen noch, das ist noch im Prozedere. Die Anmeldung ist aber auf jeden Fall dann über die Uni Wien und am besten, man hält sich über unsere Social-Media-Seite am Laufenden oder die Uni Wien-Seite. Und dann haben wir noch eine zweite Voraussetzung für eine Teilnahme als Volunteer und das wäre das Terrane Anreisen. Weil das ist so ein Begriff, der gerade unsere Generation, also die jüngeren Generationen, jetzt sehr stark prägt. Und das bedeutet einfach, dass man halt auf das Flugzeug beim Reisen verzichtet und stattdessen auf nachhaltige Verkehrsmittel umsteigt, wie Bus oder Zug. Und da wir eben in unserem Projekt auch verstärkt auf das nachhaltige, langsame, entschleunigte Reisen hinweisen wollen, das können wir halt nicht keine Teilnahme am Volunteers-Programm garantieren, wenn man mit dem Flugzeug anreist. Aber wir selbst werden zum Beispiel selber mit dem Verkehrsmittel, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Nordkap fahren, weil wir uns der Vorbildwirkung bewusst sind und das wird da, glaube ich, neben dem Walk ein ziemlich großes Abenteuer werden. Gut, das sind dann die nächsten Schritte. Mit Hilfe von 3 bis 4 Probewalks wollen wir unsere Methoden oder Workshops schon vorab ausprobieren. Und das soll jetzt noch im Winter stattfinden oder im kommenden Frühjahr. Und das sind so Walks, die rund um Wien dann passieren werden. Und dafür haben wir uns unterschiedliche Kooperationspartnerinnen mit dem Bord geholt, die dann uns helfen sollen, verschiedene Thematiken zum Thema Klimawandel und Wahrnehmungen dazu aufzuarbeiten. Und die Themen werden ganz verschieden sein. Das kann von persönlicher Beziehung zur Natur bis zur Ernährung oder Wildkräutern sein. Und auch das Silent Walking ist dabei. Unter einfließende Selbstreflexion, weil wir auch sehr stark einbauen. Und dabei werden wieder die Methoden angewendet, wie das achtsame Gehen oder interaktive Spiele, Diskussionen und Fragebögen. Und es soll eine kreative und visuelle Aufbereitung mit Hilfe von künstlerischen Methoden stattfinden. Wir möchten einfach mit einer sehr großen Gruppe an verschiedenen Menschen damit animieren, uns dazu zu begleiten. Und die Probewalks, die werden dann immer über Social Media ausgeschrieben. Das heißt, ihr könnt euch einfach auf Facebook dann informieren. Und wir freuen uns immer über Anregungen und konstruktives Feedback von euch. Ja, und inzwischen hat wahrscheinlich jeder mitbekommen, dass das Jahr etwas ungeeignet ist für Gruppenaktivitäten. Und das hat leider auch uns getroffen. Das heißt, wir haben unseren ersten Probewalk am 21. November, ich glaube, leider absagen müssen.
Aber wir haben uns eine Alternative überlegt, einen sogenannten Silent Solo Walk. Und der ersetzt den Probewalk und steht unter dem Zeichen Probewalk goes online, offline. Und wir wollen dabei weiterhin unsere Workshop-Methoden anwenden, allerdings in einer anderen Konstellation. Die Workshops, die sind für den ganzen Tag geplant und finden bei den TeilnehmerInnen zu Hause statt. Das heißt, eine gute Internetverbindung ist auf jeden Fall notwendig. Und das Thema soll die eigene Beziehung zur Natur und zum Gehen sein. Die Teilnehmer werden im Zuge dessen auch aufgefordert, sich eine Route zu überlegen von ungefähr 2 Stunden, 8 bis 10 Kilometer weit. Genauere Details kommen dann noch. Und man kann natürlich auch, wenn man nicht alleine gehen will, kann man sich auch eine Partnerin oder einen Partner suchen, aber sollte auf jeden Fall dann die Fragen selber für sich selber beantworten und reflektieren und erst dann in der Gruppe gemeinsam besprechen. Falls ihr zu zweit unterwegs seid, dann bitte auf jeden Fall die Sicherheitsmaßnahmen beachten. Und wieder bitte einfach auf unsere Social-Media-Kanäle schauen und auf Facebook vor allem, da wird das ausgeschrieben. Dann kommen wir schon zur dritten Säule, das ist die Media Art oder das Medienkunstprojekt, wo wir dann die Outcomes von der ersten und zweiten Säule zusammenfügen wollen. Da kommt es zur Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Medien in ganz Europa, um das Bewusstsein für das Thema Klimawandel zu schärfen. Und zum Beispiel wird unser Team von Filmschaffenden begleiten und einen Dokumentarfilm drehen, wie Climate Change von Menschen erfahren wird. Und wir wollen wieder, wie Martin und Alexandra schon gesagt haben, diesen Unheard Voices und Unseen Places eine gebührende Plattform bieten, damit sie sich international mitteilen können und von allen gehört werden. Und für die Geschichten, die wir unterwegs erleben und die erzählt werden, gibt es dann zusätzlich noch Blogs, Podcasts, Bücher, Reiseführer und eine Wanderausstellung. Und auf das gehe ich jetzt noch kurz ein. Dieser Travel Guide, also der Reiseführer, der soll mit Hilfe von lokalen Gemeinden aufgearbeitet werden und vielleicht auch erfahrenen Wanderinnen, die sich in der Region auskennen, oder NGOs, und soll auf dieser Karte dann konfliktreiche Regionen oder soziale Initiativen darstellen. Und es soll gleichzeitig auch das Gehen als alternativen Tourismus und seine Health Benefits promoten. Dann haben wir noch die Wanderausstellung. Die ist, wie der Name sagt, eine wandernde Ausstellung. Und die soll neben der Arbeit des professionellen Teams an Kunst- und Filmschaffenden dann auch noch die Wahrnehmung von einzelnen Individuen wiedergeben und die Möglichkeit einer Plattform für die Perspektiven, Träume und einfach eine Plattform für Visualisierungen in Form von Bildern oder Videos oder anderen Kunstwerken. Und genau, die Ausstellung soll sich genauso wie wir durch Europa bewegen und in Zusammenarbeit mit Museen zum Beispiel umgesetzt werden, und damit sie für alle zugänglich ist. Und dann haben wir noch eine coole Kooperation mit Okto, mit dem TV-Sender, dem lokalen, wo wir ein 2-wöchentliches TV-Format erhalten, mit dem wir euch dann immer am Laufenden halten können. Und die ganzen Infos wird euch die Alex noch mal kurz zusammenfassen. Ja, danke Anna. So, ich weiß, es waren jetzt mega viele Informationen und deswegen, wie Anna schon gesagt hat, fasse ich das nochmal kurz zusammen. Der Climate Walk ist eine Bewegung, wobei wir über 12.000 Kilometer quer durch Europa wandern mit dem Ziel, einerseits die verschiedenen Wahrnehmungen und Auswirkungen des Klimawandels zu erfahren und sichtbar zu machen und andererseits Menschen dazu zu animieren, sich physisch und mental gemeinsam in eine nachhaltigere Zukunft zu bewegen. Somit ist klarerweise der erste Punkt unseres Projekts WeWalk. Eh schon wissen, 15 Länder, 15 Monate. Dabei findet ununterbrochener Forschungsprozess statt, den Martin so ausführlich erklärt hat. Wir hören somit am Weg Menschen und ihren Geschichten zu und möchten wissen, wie sie in Europa den Klimawandel erleben. Sprich, we listen. Der dritte Punkt ist WeTalk. Entlang dieser Wanderroute entstehen Workshops in Kooperation mit lokalen Akteurinnen und Institutionen. Und als viertes kommt schließlich WeCreate. Durch verschiedene Formen von Medien und Kunst möchten wir diese Unheard Voices und Unseen Places international verbreiten. All diese Punkte hängen natürlich stark voneinander ab. Einerseits die Forschung fließt in die Workshops hinein, genauso wie in die Aufarbeitung durch Kunst und Medien. Gleichzeitig fließen diese Teile aber auch in die Forschung wieder zurück. Alles ist ineinander verknüpft und ergibt somit ein großes Ganzes. Und dadurch bauen wir auch ein Netzwerk, das über ganz Europa reicht, auf. Daher der letzte Punkt, WeConnect. Alle Beteiligten sollen von diesem internationalen Netzwerk profitieren können.
Daher ist es uns ein Anliegen, nach dem Projekt die Verbindung aufrechtzuerhalten, sodass weitere Kooperationen über das Projekt hinaus entstehen. Ein Beispiel ist unsere Collective Awareness and Connection Action Plattform, die Studierenden, Forschenden, Künstlerinnen und Aktivistinnen dienen soll, durch das Gehen sich zu verknüpfen und Informationen und Kontakte auszutauschen und Raum für eigene Projekte und Aktionen zu geben. Ziel dieses Climate Walks ist somit nicht nur ein Verständnis über die Klimata in Europa zu verschaffen, sondern auch internationales Bewusstsein zu bilden, dass es verschiedene individuelle Erfahrungen, Perspektiven und auch Lösungen gibt, die man lokal betrachten muss. Wir möchten lokale und globale Knüpfungspunkte stärken und zwischen Akteurinnen vermitteln, um Wissen auszutauschen und Anstöße für neue Praktiken zu schaffen. So, wie wir auf der nächsten Folie sehen können, haben wir auch eine Knowledge Association, also eine Art Beirat, der aus relevanten Stakeholdern aus verschiedenen Feldern besteht, mit Vertreterinnen aus der Wissenschaft, aus dem Aktivismus oder aus sonstigen Organisationen und Institutionen. Sie alle besitzen Wissen auf verschiedensten Ebenen und alles, was vor, während und nach dem Walk in irgendeiner Form publik gemacht wird, wird von dieser Association überprüft. Sie geben uns jungen Wissenschaftlerinnen mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung eine Unterstützung, wofür wir sehr dankbar sind. Außerdem haben wir bereits ein paar Partnerorganisationen, die uns in verschiedensten Formen ihre Unterstützung geben. Anna, wenn du vielleicht auf die nächste Folie klicken könntest. Danke. Dazu zählen eben zum Beispiel das Ban Ki-moon Center, Climates Austria, das Institut für Kultur- und Sozialanthropologie der Universität Wien und so weiter. Wenn ihr jetzt denkt, das ist ein Projekt, das mich interessiert oder mehr sogar ich unterstützen will, dann darf ich jetzt voller Freude sagen, dass es viele Möglichkeiten dafür gibt. Geht einfach mal auf unsere Webseite, abonniert unseren Newsletter oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Unter Climate Walk findet ihr uns auf Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube und Facebook, wo, wie Anna schon erwähnt hat, ihr auch unsere Veranstalten findet. In ein paar Tagen geht auch unsere Crowdfunding-Seite online, da wir auch nicht unbedingt in den finanziellen Ruin getrieben werden wollen, aber ich glaube, das könnt ihr eh verstehen. Ihr könnt uns aber auch mit interessanten Institutionen, Organisationen oder sonstigen Personen verbinden oder uns ganz einfach schreiben, wenn ihr zum Beispiel Orte kennt, wo wir unbedingt hin sollten. Und ja, erzählt einfach Menschen davon, geht mit uns mit, als Volunteer oder als Wanderer. Wir sind immer noch am Anfang des Projekts und schätzen wirklich jede Art von Unterstützung. So, und zum Schluss will ich nur noch kurz sagen, ja, wir verwenden unkonventionelle Wege, um Wissen zu generieren, und wir verwenden auch unkonventionelle Wege, diese zu verbreiten. Aber vielleicht ist das genau das, was wir heutzutage brauchen. Unkonventionelle Wege, weil vielleicht haben die konventionellen einfach versagt oder sind ganz einfach nicht genug. Wir möchten unsere Erkenntnisse den Menschen zurückgeben, da dies letztendlich auch die Rolle der Wissenschaft ist, Wissen zu generieren, und zwar zugänglich für alle. Aber nicht nur den Leuten vor Ort, sondern einem globalen Publikum. Und dadurch den lokalen Stimmen endlich die Möglichkeit geben, gehört zu werden und mehr Leute zum Handeln zu inspirieren. Auch euch. Schaut über euren, vielleicht wissenschaftlichen, Tellerrand hinaus und probiert Neues oder auch Unkonventionelles aus. Wir sind an einem Punkt, an dem wir ganz einfach neue Strategien brauchen. Und ich glaube, dieses Statement ist auch ein ganz guter und spannender Start in eine gemeinsame Diskussion. Wir freuen uns jetzt über eure Gedanken zu Climate Walk und Climate Change und hoffen euch jetzt auch einen Raum zu bieten, in dem ihr euch untereinander austauschen könnt. Aber erstmal, ja, danke für eure Aufmerksamkeit.